meine Lieben. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem weiteren Teil des Videos von letzter Woche, wo es um die Rechengesetze geht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch ganz einfach das Video an. Muss nicht ganz zwingend vorher sein. Ihr könnt auch jetzt einfach hier mal dranbleiben und danach vielleicht euch das erste Video auch noch anschauen. Dann habt ihr sozusagen ein ganzes Bild der Geschichte. Wir sind bei den wichtigsten grundlegenden Rechengesetzen. Ja, und zwei haben wir noch vor uns. Gibt wieder Folien. Ich würde sagen, wir jumpen gleich hinein. Wir haben als nächstes das Distributivgesetz oder auch Klammerngesetz genannt. Distributiv ist ja wieder aus dem Lateinischen. Um was geht es hier? Da geht es darum, wenn wir Multiplikationen oder Divisionen von Summen oder Differenzen haben. Was heißt das genau? Im ersten Beispiel seht ihr, wir haben eine Summe, die befindet sich in der Klammer, also eine Addition, wo man eine Summe bilden muss, und die wird dann multipliziert mit 2. Und das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Man kann sich zuerst eben in der Klammer überlegen, dass 4 plus 5 9 ist und dann die 9 mit der 2 multiplizieren. Man kann aber auch jeden Summanden dieser Addition einzeln multiplizieren. Also man kann 4 mal 2 rechnen und dann kann man noch 5 mal 2 dazugeben. Dann haben wir nämlich 4 mal 2 ist 8 und 5 mal 2 ist 10 und 8 plus 10 ergibt wieder 18. Das ist jetzt nicht der einfachere Weg, aber es ist ein wichtiger Weg, wenn wir mit Variablen rechnen. Das heißt, nicht nur Zahlen im Spiel sind, sondern auch die befürchteten oder gefürchteten x und y in so Termen. Gut, das Ganze geht sinngemäß auch für Subtraktion und Division. Das Beispiel drunter. Wir haben in der Klammer 8 minus 6, das ergibt 2. Wenn man das durch 2 dividiert, kommt 1 raus. Wenn wir jetzt wieder aber zuerst die 8 durch 2 dividieren, haben wir eine 4. Und davon nehmen wir die 6 dividiert durch 2, also die 3 weg. 4 weniger 3 ergibt auch wieder die 1. Das ist sozusagen das Klammerngesetz. Eines fehlt dann auch auf unserer Liste, nämlich das Assoziativgesetz oder Verbindungsgesetz. Das gilt wieder nur bei reinen Additionen oder reinen Multiplikationen. Reine Additionen seht ihr die ersten beiden Beispiele, 4 plus 5 plus 3. Da kann man jetzt Klammern setzen, wie man möchte. Es wird nur nichts ändern, weil der Vorrang hier keine Rolle spielt, weil ob ich jetzt zuerst 5 plus 3 ist gleich 8 und 4 plus 8 ist 12 rechne oder die Klammer jetzt in dem Bild nach vorschiebe und zuerst 4 plus 5 mir überlege, dass es 9 ist und dann die 3 dazugebe, ich erhalte immer das gleiche Ergebnis und dasselbe auch unten bei der Multiplikation, wie ihr euch selber anschauen könnt. Das heißt, Sinn und Zweck der Klammer, hier eine Vorrangregel darzustellen, geht hier verloren. Anders natürlich, wenn wir es nicht mit reinen Additionen oder reinen Multiplikationen zu tun haben, sondern mit Termen, wo addiert, subtrahiert, dividiert, multipliziert, alles irgendwie durcheinander und im einen wird, dann macht es natürlich schon Sinn, mittels Klammer hier gegebenenfalls, wenn man das möchte oder wenn das Sinn ergibt, die Basisgrundregel aufzuheben, nämlich dass Punktrechnungen vor Strichrechnungen kommen. Ja, das war's zu den Rechengesetzen, meine Lieben. Ihr kriegt jetzt am Schluss alles noch einmal auf den Punkt gebracht, das heißt eine Auflistung dieser Rechengesetze. Wozu sind die Rechengesetze wichtig? Man muss sie natürlich einmal kennen, weil die machen Sinn, weil sonst kriegt jeder, wenn jeder willkürlich irgendwie was anderes tut, jeder ein anderes Ergebnis raus. Und wenn man diese Rechengesetze gut im Kopf hat, dann entlasten sie, weil man muss sich nicht bei jeder Aufgabe überlegen, wie gehe ich die jetzt an, sondern man sollte eigentlich im Hinterkopf haben, ich schaue mir das Ding an, ich schaue mir die Aufgabenstellung an, wie komplex ist sie, um was geht es alles, was habe ich alles vorhanden, habe ich jetzt Klammern, habe ich welche Rechenarten, habe ich vielleicht dann später Potenzen und Brüche auch noch und in welcher Reihenfolge und Priorität arbeite ich die einzelnen Schritte anhand der einzelnen Gesetzmäßigkeiten ab, sodass ich stetig, aber immer so vielleicht in kleinen, sicheren Schritten irgendwie zum richtigen Ergebnis komme und nicht im Kopf ganz wild irgendwelche Dinge
durcheinander würfel, dann irgendwo den roten Faden verliere und dann eben beginne, Fehler zu machen. Denn so Rechengesetze haben ja nicht nur den Nachteil, dass man sie merken muss, sie haben auch einen Vorteil, sie funktionieren immer, auf die ist einfach gut Verlass. Ja, du schaust auch schon wieder. Zeit, das Video zu beenden. Ich bitte euch noch Like, Subscribe, Ring the Bell und dranbleiben bis zum nächsten Mal. Es kommt ja mit Sicherheit noch viel mehr. Ich gehe meine Katze füttern, wünsche euch in der Zwischenzeit alles Liebe. Eure Bauer. Ciao, Baba.